Lieber Roman, herzlich willkommen aus Brüssel hier in Wien. Du machst dich jetzt in Sachen Impfpflicht stark, du machst dich jetzt gegen die Impfpflicht stark. Du forderst jetzt ein Artikel 7-Verfahren gegen die Impfpflicht. Kannst du uns kurz erklären, worum geht es da genau und was ist dein Ziel? Ja, die FPÖ hat ja versprochen, den Bürgern auf allen Ebenen die Impfpflicht zu bekämpfen. Meine Ebene ist die europäische Ebene. Ich nutze daher die Möglichkeiten, die ich dort habe. Und zwar ist das die Einleitung eines Artikel 7-Verfahrens gegen Österreich, weil die Impfpflicht gegen die, wie ich der Meinung bin, Grundwerte, Recht auf Freizügigkeit, Recht auf Unversehrtheit mit der Impfpflicht verstoßen wird in Österreich. Die EU-Kommission kann hier einmal zeigen, dass sie nicht nur in einer Tour auf Ungarn oder Polen ungerechtfertigterweise losgeht, sondern dass sie dort, wo wirklich Grundwerte verletzt werden, auch wenn es leider mein eigenes Heimatland ist, wogegen ich mich natürlich wehre, da kann ist jetzt die EU-Kommission aufgefordert, einzuschreiten und der österreichischen Bundesregierung zu sagen, nein, halt, wenn ihr das weiterverfolgt, dann kriegt ihr Probleme mit uns. Das kann bis zu einer Suspendierung der Mitgliedschaft gehen.